Hallo, ich bin Franka, das sind meine Bässe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wollt ihr euch vielleicht gerade einen Bass anschaffen, egal ob es euer erster Bass ist oder ein Zweitbass, der euren ersten Bass sinnvoll ergänzen soll? Und ihr wisst jetzt aber irgendwie gar nicht, wie ihr euch in den ganzen Unterschieden zwischen den Bässen, die es auf dem Markt gibt, zurechtfinden sollt, dann werde ich euch heute mal ein erstes Kriterium erklären. Und das ist nämlich der Unterschied zwischen einem passiven und einem aktiven Bass. Und wenn ihr das wisst, dann wird es euch auch helfen, den Bass, den ihr vielleicht schon habt, besser zu verstehen und zu verstehen, warum er so klingt, wie er eigentlich klingt. So, zuerst möchte ich euch mal diesen Bass hier erklären. Das ist mein Yamaha BBG 4S2 Bass und den habe ich schon seit ich 13, 14 bin. Ich bin damals einfach in ein Musikgeschäft gegangen, wollte meinen ersten Bass kaufen, habe ich natürlich noch nicht mit Technik und so weiter groß auseinandergesetzt und ausgekannt, sondern habe einfach auf meine Intuition gehört. Das heißt, ich habe verschiedene Bässe dort ausprobiert oder vom Verkäufer vorspielen lassen. Und dieser Bass stach für mich irgendwie total raus. Und ich kann mir jetzt eben auch, nachdem ich mich hinterher dann mal mit der Technik auseinandergesetzt hatte, kann ich mir auch vorstellen, warum das unter anderem so war. Und zwar nämlich, weil es ein Aktivbass ist. Der hat hier hinten eine 9-Volt-Batterie drin. Daran erkennt man einfach schon mal ganz eindeutig Aktivbässe. Und diese 9-Volt-Batterie speist eine gewisse Technik, die hier noch zusätzlich in den Tonabnehmern, in den Humbuckern verbaut ist. Das ist nämlich ein Vorverstärker und ein Equalizer. Erstmal zum Vorverstärker. Der sorgt dafür unter anderem, dass der Klang des Basses störungsfrei ist. Ja? Dass also irgendwelche Störgeräusche von draußen nicht hier mit in den Sound kommen und dass der Sound auch sehr unverfälscht übers Kabel dann an den Verstärker übertragen wird. Dann haben wir eben den Equalizer auch noch drin in Tonabnehmern und da gibt es Zweiband-Equalizer und Dreiband-Equalizer. Und Zweiband-Equalizer bedeutet einfach nur, man kann nur die Höhen und die Tiefen regulieren und Dreiband-Equalizer bedeutet, Höhen, Mitten und Tiefen können reguliert werden. Und das ist hier bei mir der Fall. Bei mir kann ich also hier die Bässe regulieren, hier die Höhen und hier die Mitten. Und wenn ich das hier drehe, die Potis, dann merke ich, dass ich in der Mitte bei diesen drei Knöpfen hier immer einraste. Und das ist die Neutralstellung der Potis. Und von da aus kann ich jetzt hier eben zum Beispiel die Mitten runterdrehen oder von der Neutralstellung aus hochdrehen. Und das ist eben das Besondere am Aktivbass. Ich kann die Mittenhöhen und Tiefen boosten, also nochmal anheben. Und damit habe ich eben einen größeren Einfluss auf den Sound, den ich hier schon an meinem Bass einstellen kann. Dieser Regler ist übrigens einfach nur für die Gesamtlautstärke da. Ja, der Klang des Aktivbasses wird beschrieben als sehr laut und er hat ziemlich viel Wumms. Er ist sehr höhenlastig, es sind auch perkussive Töne eher mehr zu hören als beim passiven Bass. Und er klingt ziemlich klar, dadurch, dass der Vorverstärker ja die ganzen Nebengeräusche und so weiter rausfiltert. Deswegen beschreiben manche den Klang auch als klinisch, was ja jetzt nicht so toll klingt. Aber es ist eben auch einfach Geschmackssache. Und ich finde, dass der Sound auf jeden Fall Vorteile hat und cool klingt bei härteren Musikrichtungen, vor allen Dingen wie Metal oder härteren Rock. Aber auch bei Soli, weil man natürlich beim Solo dann den Bass sehr gut raushören kann. Und auch beim Slappen durch das Höhenlastige und durch die perkussiven Töne. Thank you.
Bass hier habe ich mir als Ergänzung zu meinem ersten Bass erst so vor ungefähr einem Jahr gebraucht gekauft. Das ist ein Fender Squier Jazz Bass. Der Fender Jazz Bass ist ja so ein echter Klassiker, habt ihr bestimmt schon total oft gesehen, kennt eigentlich so gut wie jeder Bassist. Den gibt es schon seit den 50er Jahren und wird deswegen auch ursprünglich eher so im Classic Rock, Jazz, Blues Bereich eingesetzt. Denn der Ton ist ziemlich weich und rund und dynamisch, so wird der Ton hier beschrieben, eben nicht so perkussiv, er ist auch leiser von vornherein und ja, klingt eben insgesamt irgendwie ein bisschen weicher, gefälliger, kann man sagen. Und ja, hier seht ihr eben, es ist keine Batterie drin und dementsprechend gibt es eben auch keine Versorgung von etwaigen Vorverstärkern oder Equalizern, sowas ist hier nicht drin, in diesen Single Coils, die hier verbaut sind in den Tonabnehmern. Und dementsprechend hat man nur den sozusagen natürlichen Klang des Basses. Man kann aber trotzdem auch was regulieren hier dran. Dieser Pote hier oben, den kann man natürlich auch aufdrehen und runterdrehen. Dementsprechend nutzt man hier diesen Tonabnehmer, den Halstonabnehmer. Wenn man diesen Poti hier bedient, dann reguliert man den Stegtonabnehmer. Und wenn man den Regler hier unten benutzt, dann kann man die Höhen regulieren. Aber eben nicht wie beim Aktivbass, sie boosten, das kann man hier eben nicht, sondern man kann sie eben nur abdämpfen, runterdrehen. Und da merkt man auch bei dem Bass hier schon, dass die Gesamtlautstärke dann auch gleich runtergeht, ist insgesamt schon leiser wird der Ton. Aber dementsprechend merkt man, man kann hier durchaus auch den Ton beeinflussen, aber von vornherein ist der Grundklang schon mal anders und man kann nicht so viel verändern wie eben beim aktiven Bass. Euch ist jetzt irgendwie ein Licht aufgegangen und ihr wisst jetzt ein bisschen besser Bescheid, warum ein Bass vielleicht so klingt und ein anderer Bass so. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl an Kriterien für einen Basskauf bzw. für den Bassklang, nämlich zum Beispiel das Holz, was verwendet wurde, ob der Hals geklebt oder geschraubt ist und zum Beispiel auch, welche Tonabnehmer verwendet wurden, wie zum Beispiel hier Single Coils oder Humbucker. Dazu kann ich euch gerne auch noch mal in einem anderen Video was erklären. Und letztendlich, wie ich schon angedeutet habe, ist das eben wirklich Geschmackssache. Und ich denke, jeder von euch hat vielleicht schon so eine gewisse Intuition, wenn ihr den einen oder anderen Bass hört, was euch da besser zusagt. Vielleicht liegt das auch eher wahrscheinlich daran, durch welche Musikrichtung ihr geprägt wurdet. Ja, ob ihr euch eher so im softeren, jazzigeren, bluesigeren Classic-Rock-Bereich oder so aufhaltet. Oder ob ihr schon immer gern so ein bisschen in der härteren Gangart unterwegs wart. Dementsprechend wird euch der ein oder andere Bass wahrscheinlich mehr ansprechen. Ja, ich empfehle euch auf jeden Fall, wenn ihr euch einen neuen Bass kaufen wollt, generell immer viel auszuprobieren, zu hören. Das schult auch gleich euer Gehör. Dreht ruhig mal dran rum an den Reglern. Guckt, wie wäre der Sound für euch vielleicht am besten. Nicht zuletzt natürlich auch vielleicht sowas wie, ist er kopflastig und ist er mir zu schwer, lässt er sich gut spielen. Da gibt es so viele Kriterien. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bässe ihr am coolsten findet, welchen Bass ihr habt oder was ihr vielleicht gerade überlegt, welchen ihr euch anschaffen wollt. Und ihr könnt mir auch schreiben, welche Frage ihr euch vielleicht noch stellt und vielleicht kann ich die ja beantworten. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal. Thank you.